Liebe Freundinnen, ihr habt gestern den Koalitionsvertrag beschlossen, weil ihr genau wie ich wisst, was für eine große Herausforderung vor uns liegt. NRW soll die erste klimaneutrale Industrieregion Europas werden. Die Mobilitätsangebote sollen echte Teilhabe sicherstellen. Die Bildungspolitik muss aufholen, um den Bedürfnissen der 20er Jahre gerecht zu werden und die Digitalisierung auch. Die großen Aufgaben, die vor uns liegen, die wir bewältigen müssen, ich bin ehrlich, manchmal erdrückt mich die Enormität, das ungeheure Ausmaß an Arbeit, die vor uns liegt. Nelson Mandela, der in seinem Leben vor keiner geringeren Herausforderung stand, sagte: "A winner is a dreamer who never gives up." Den Traum, die Vision einer gerechteren Gesellschaft, einer für zukünftige Generationen bewohnbaren Erde, können wir nur erreichen, können wir nur gewinnen, wenn wir nicht davon loslassen, wenn wir uns nicht beirren lassen. Das Ziel ist wichtig. Das Ziel treibt uns an. Das Ziel lautet Klimaneutralität. Das Ziel lautet Chancengerechtigkeit. Das Ziel lautet ein Leben in Würde für alle Menschen. Aber der Weg zu diesem Ziel, der Weg, den wir nehmen, wird bestimmen, woraus unsere Gesellschaft gemacht ist, wie menschlich und wie solidarisch wir sind. Es kommen herausfordernde Zeiten auf uns zu. Die Aufgaben sind vielfältig, sie sind groß und ja, ihr Gewicht erdrückt uns manchmal. Daher brauchen wir die Bereitschaft der Menschen in NRW, diesen Weg mit uns zu gehen. Aber viele Menschen sind frustriert, sie sorgen sich um ihre Zukunft, um ihre Existenz. Sie vertrauen der Politik nicht. Es gibt auch Leute in NRW, die diese Ängste nutzen, um zu spalten, die Andersdenkende zu Gegnern machen. Und genau deshalb war mein politischer Antrieb immer, eine Politik zu machen, die Zuversicht ausstrahlt, die Mut macht, mit Hoffnung auf die Zukunft zu blicken, die Mut macht, die Veränderungen mit uns zu gehen. Gute Politik heißt vor allem auch zuhören. Zuhören und auf Augenhöhe begegnen. Und zu zuhören gehört auch, dass man ernst nimmt, wenn einem zurückgespiegelt wird, dass die Maßnahmen, die wir ergreifen, nicht funktionieren, dass sie nicht den gewünschten Effekt erzielen. Dazu gehört auch, oder das bedeutet, dass man auch mal einen Tankrabatt überdenken muss, lieber Christian Lindner. Wir sehen gerade auf Bundesebene, dass unsere Bundesministerinnen und Bundesminister die beliebtesten Politiker in der Bundesregierung geworden sind. Warum? Weil sie ehrlich sind, weil sie Vertrauen erwecken, weil sie besonnen sind, weil sie auch innere Zerrissenheit zeigen bei schwierigen Entscheidungen wie gerade bei der Energieversorgung. Diese Menschlichkeit in der Politik ist notwendig, um die Bürgerinnen und Bürger in diesem Land zu überzeugen. Sie ist auch notwendig, um die Mitglieder unserer Partei von den Entscheidungen auf Landesebene in unserer Landesregierung zu überzeugen. Liebe Freundinnen und Freunde, wir haben hier in NRW keine Erfahrungen mit der CDU als Koalitionspartner. Wir haben dafür in den Kommunen unterschiedliche Konstellationen, wo CDU und Grüne eng zusammenarbeiten. Das funktioniert mal gut und in einigen Kommunen gestaltet sich die Zusammenarbeit als auch etwas schwieriger. Wir können auch auf andere Bundesländer schauen, da funktioniert es auch mal besser, mal schlechter. Ich will damit sagen, es gibt keinen Automatismus, dass die Koalition mit der CDU besonders einfach oder besonders schwierig wird. Nein, es wird ein tägliches Ringen um die besten Lösungen. Es braucht ein konstruktives Miteinander und es braucht das gemeinsame Ziel, das Beste für Nordrhein-Westfalen zu leisten, um ein gerechteres, klimaneutrales und lebenswertes Bundesland zu schaffen. Dass dies mit der NRW-CDU gelungen ist, ist die Rückmeldung aus unseren Verhandlungsgruppen und war auch meine Erfahrung. Und ich glaube, wir müssen uns noch mal vergegenwärtigen, was wir alles erreicht haben, welche herausragende Chance sich ergibt, wenn wir diesen Koalitionsvertrag in die Umsetzung bringen. Was sind unsere Aussichten? NRW soll die Energieversorgung unabhängig von Russland und von fossilen Energieträgern gestalten. Die Energie soll bezahlbar bleiben.
In NRW wird die Solarpflicht schrittweise eingeführt. Wir bauen 1000 Windenergieanlagen. Wir steigen aus der Kohle aus bis 2030. In NRW soll es ein Landesaufnahmeprogramm für Schutzbedürftige geben. Es soll mehr Lehrerinnen und Lehrer geben. Das ist wirklich die fantastische Arbeit unserer Verhandlungsgruppen und natürlich allen voran des Landesvorstands Felix und unserer Superministerin Mona. Vielen Dank dafür. Wir haben aber auch vieles vereinbart, was es nicht auf die Titelblätter der Zeitung geschafft hat. Ich glaube, die Ergebnisse des Koalitionsvertrages, wir haben ihn gestern beschlossen, sind großartig. Das sind wirklich verdammt gute Aussichten und es wird höchste Zeit, dass die Grünen dieses Land wieder mitregieren. Höchste Zeit. Der Landesvorstand wird dabei eng mit Kabinett und Fraktionen zusammenarbeiten. Wir werden uns gegenseitig in unseren Rollen jeweils stärken. Das hält auch den Rücken frei, um die kommenden zwei wahlfreien Jahre den spektakulären Aufschwung, den der Landesverband dank des Landesvorstands erlebt hat, fortzusetzen und noch mehr Menschen zu erreichen und zu überzeugen. Dabei ist mir wichtig, dass wir auch Menschen erreichen, die wir bislang nicht so gut erreichen konnten. Menschen aus nicht akademischen Haushalten, Menschen, die auch aus welchen Gründen auch immer strukturell benachteiligt sind und Menschen mit internationaler Geschichte. Liebe Freundinnen und Freunde, ich stehe hier auf der Bühne als Tochter zweier politischer Geflüchteter. Als Mädchen und junge Frau habe ich mich in unterschiedliche Länder aufgemacht zum Arbeiten, zum Studium, mit dem großen Drang, die Welt um mich herum besser und gerechter zu machen. In den letzten 10 Jahren Kommunalpolitik in Wuppertal bin ich ein Stück weit wieder auf den Boden zurückgekommen. Ich würde sagen, ich bin in der Realität angekommen. Ich weiß aber also sehr gut, was die politischen Herausforderungen gerade auf kommunaler Ebene sind, Politik nah bei den Menschen zu machen, ihre Sorgen ernst zu nehmen und gleichzeitig unsere Zukunft, das Ziel und den Traum nicht aus den Augen zu lassen. Eine besonders gute Voraussetzung ist, dass wir auf Bundesebene und Landesebene gleichzeitig in Regierungsverantwortung sein werden. Ich will abschließen mit etwas, was ganz besonders ist für mich, nämlich, dass mein Vater, der politisch aktiv war, verfolgt wurde, weil er seine Politik nicht machen durfte, heute hier ist und erleben kann, wie ich meine Politik mache. Meine Geschichte ist meine, sie ist einzigartig, aber sie ist auch die Geschichte von vielen Menschen in NRW und in Deutschland. Machen wir gemeinsam eine Politik der Hoffnung, machen wir gemeinsam eine Politik der guten Stimmung, eine Politik, die die Kluft überwindet, die Gegensätze vereint. Und zuletzt, ja, ich möchte gerne eure Landesvorsitzende sein. Es würde mir eine große Ehre bedeuten, wenn ihr mir eure Stimme und eure Unterstützung gebt. Ich will gerne Verantwortung übernehmen und diesen Weg gemeinsam mit euch gehen. Vielen Dank. Vielen Dank, Jaski Lühe. Hier kommen gerade, glaube ich, noch ein paar Fragen vorne rein. Für die nächsten Vorstellungen wäre es ganz wunderbar, wenn ihr schon während der Rede eure Fragen aufschreiben und vorne in die Frageboxen werfen könntet, damit wir hier zügig vorankommen. Wir brauchen einen Augenblick, um die Fragen hier vorzubereiten und dann hast du gleich 2 Minuten Zeit für die Beantwortung.
Es liegt eine Frage für dich vor, die kommt von Judith Hasselmann aus dem KV Köln. Und die Frage lautet: Was ist feministische Integrationspolitik für dich? Feministische Integrationspolitik. Ja, vielen Dank für die Frage. Ich habe immer wieder gesagt, dass meine thematischen Schwerpunkte eher im Bereich Wirtschaftspolitik, regionale Wirtschaftsentwicklung und Stadtentwicklung liegen. Aber ich bin auch Sprecherin der Landesarbeitsgemeinschaft Frauen und ich bin ja vom Profil her natürlich auch immer Integrationspolitikerin. Für mich war immer sehr wichtig, dass ich diese beiden Themenbereiche, Integrationspolitik und Feminismus, als Querschnittsaufgabe in allen anderen Bereichen betrachte. Ich habe immer gesagt, nur weil ich eine Frau mit internationalen Wurzeln bin, heißt es noch lange nicht, dass ich mich nur für Integrationspolitik interessieren kann. Ich mache Stadtentwicklung aus feministischer Perspektive. Ich mache Wirtschaftspolitik mit besonderem Blick auf Menschen mit internationaler Geschichte, gerade weil sie sehr wirtschaftlich aktiv sind, weil sie unternehmerisch sind, weil sie in unserem Bundesland, in Deutschland, unglaublich viel zur wirtschaftlichen Entwicklung beigetragen haben und jeden Tag weiter beitragen. Von daher, ich finde, ist es aber noch zuletzt, meine Zeit ist nicht mehr lange, möchte ich noch kurz sagen, für mich ist auch Integrationspolitik, dass es eine Selbstverständlichkeit ist, dass ich heute Morgen hier stehe. Es ist sehr dunkel im Raum, vielleicht deswegen. Dass ich heute Morgen hier stehe und als eure Landesvorsitzende kandidieren kann.